Wie bekommst du eigentlich raus, ob du eine gute Kommunikation hast mit deinem Kunden oder nicht? Das ist die Frage, um die es sich in diesem Beitrag geht und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Hornschuh, ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von technisch komplexen Produkten beim Aufbau und Ausbau eines effektiven und effizienten Vertriebsprozesses. Und da geht es natürlich auch sehr, sehr viel um die Art, wie mit dem Kunden kommuniziert wird. Und da muss man mal ganz klar feststellen, dass sehr, sehr viele Vertriebler leider ihre Arbeit so machen und auch die Kommunikation so führen. Also mit Kommunikation meine ich zum Beispiel auch die ganzen E-Mails, die man schreibt und ja eben auch die Gespräche, wie man diese Gespräche führt, ob es da eine klare Struktur gibt oder eben nicht. Wir stellen da halt leider oft fest in dieser Kommunikation mit dem Kunden, dass das alles so läuft, wie man selber meint als Verkäufer, ja, das ist so gut. Ja. Und das heißt dann auch immer, naja, die Zahlen müssen am Ende stimmen. Ne? Das heißt also, wenn ich meine Arbeit gut gemacht habe, dann wird es wohl daran liegen, dass ich sehr viele Anfragen zum Abschluss geführt habe. So weit, so gut. Mag ja auch alles stimmen. Die Frage ist nur, wie viel ist viel? Also es gibt Leute, die sind zufrieden damit, wenn sie von 10 Anfragen nachher 2 Aufträge quasi abschließen. Das heißt also, die arbeiten zu 80% dann eben für die Tonne. Ja, aber für die reicht das dann halt, weil genug Anfragen reinkommen. Die Frage wäre hier, was ist, wenn das mal nicht mehr so ist? Ja. Und manchmal wird auch das Bild ein bisschen verfälscht, weil die Leute eigentlich ihre Zahlen gar nicht kennen. Die denken, die machen fast jeden Deal, aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich nicht so. Ist die Quote viel, viel schlechter. Aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern es soll darum gehen, was ist der Maßstab für dich und wie holst du dir diesen Maßstab, dass du wirklich gut arbeitest mit dem Kunden? Und wenn wir da mal eine Studie heranziehen von Gallup, die haben rausgefunden, im deutschsprachigen Raum haben die halt Kaufentscheider gefragt, wie zufrieden sind sie mit der Performance ihrer Vertriebler, mit denen sie so zu tun haben, ne, wenn die ihnen was verkaufen wollen. Und da haben 76% gesagt, nicht zufrieden, bis mangelhaft. Und ich finde, das ist ja ein absolut scheußliches Ergebnis. Also 3 von 4 Kaufentscheidern sagen, die Vertriebler machen einen schlechten Job. Jetzt kannst du natürlich sagen, ey Dirk, ich kann das Video oder den Podcast-Beitrag hier an der Stelle ausmachen, weil bei mir ist das nicht so. Aber ich möchte dich bitten, doch mal zu überlegen, ist es wirklich so, wie du meinst oder ist es vielleicht doch ein bisschen anders? Damit meine ich, schau doch mal nicht nach, wie es dir gefällt, wie du arbeitest, sondern finde heraus, ob es deinem Kunden gefällt. Und das sollte jetzt nicht nur sein, dass du viele Abschlüsse machst, sondern du solltest vor allen Dingen auch mal mit deinem Kunden darüber sprechen, wenn du einen Abschluss nicht gemacht hast. Das heißt, das Projekt nennt sich Frag den Kunden. Es gibt keine besseren Erkenntnisse oder wertvolleren Erkenntnisse, die du ziehen kannst, wenn es um die Veränderung deiner Performance, deiner Kommunikation mit dem Kunden geht, als die, die du vom Kunden direkt bekommst. Und wir streichen mal direkt eine Aussage, ja, die vielleicht vom Kunden kommen könnte, wenn du fragst, warum habe ich den Deal hier nicht gekriegt? Und das ist, weil sie zu teuer waren. Das lassen wir jetzt mal weg. Das ist Quatsch. Ja? Weil du bist eh nie der Billigste. So, und wenn der Kunde dir sagt, ich habe woanders gekauft, dein Preis war mir zu hoch, dann hat er nur nicht verstanden, dass dein Produkt aber in irgendeiner Form vielleicht dem Kunden einen großen Vorteil gebracht hätte. Und du hast es nicht geschafft, diesen Vorteil in der Bedarfsermittlung herauszuarbeiten. Also wieder irgendwo einen Fehler gemacht. Frag deinen Kunden mal, wenn der gekauft hat, woran hat es gelegen? Was war ihnen da letztlich der kaufentscheidende Faktor, weswegen sie gesagt haben, wir wollen genau ja, mit dir zusammenarbeiten? Andersrum, wenn der Kunde nicht gekauft hat, frag die Kunden, warum die nicht gekauft haben. Das kann wehtun. Und wenn die sagen, es lag am Preis, dann fragst du, okay, abgesehen vom Preis, woran hat es noch gelegen? Woran hat es noch gelegen? Und das hilft dir, nur das hilft dir, deine Performance zu verbessern. Alles andere ist nur Kaffeesatzlesen. Die Kunden müssen dir sagen, was Sache ist. Und du solltest auch nicht aus einem Gefühl heraus arbeiten, sondern schau, dass deine Kunden sagen, hey, guter Job, darum geht's. Und das kriegst du nur hin, indem du korrigiert wirst. Und das kriegst du nur hin, indem du die Kunden fragst. So einfach ist das. Und wenn du gerne mehr darüber wissen möchtest, dann können wir sehr gerne miteinander sprechen.
Dann geh auf hornschuhconsulting.de, buch dir einen Termin und wir telefonieren miteinander. Und bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao.